Was geht? Willkommen zum neuen Video. Verzeiht mir, falls ich jetzt in diesem Video noch ein bisschen kränklich bin. Ich habe nämlich noch ein bisschen Kopfschmerzen, wer das in den Community-Tab gelesen hat. Ich hatte eigentlich schon heute Morgen ein Video geschnitten, aber dann auf einmal saß ich wirklich alles verschwommen und da konnte ich überhaupt kein Video schneiden. Und ich hatte jetzt 2 Stunden lang aufgenommen, nämlich dass der erste deutsche Bad Wars YouTuber in den YouTube-Trends ist. Und ich wollte das Video eigentlich am Morgen noch schneiden, da ging es aber nicht. Jetzt gucke ich auf YouTube und jetzt hat der YouTuber, der halt in den Trends ist, schon ein Video darüber gemacht. Deswegen will ich mir jetzt, sage ich mal, auch nicht das Thema dann nochmal nehmen, wenn es halt schon aktuell sich bei YouTube erkennt. Und deswegen will ich jetzt über 2 andere Themen sprechen. Und zwar erstmal das Pack, die Veränderung daran. Weil Prinks hat mich auf Twitter angeschrieben und gefragt, hey, kann ich das Pack vielleicht testen? Da habe ich gesagt, ja, klar, kannst du auch mal antesten. Und das Problem, also was heißt das Problem, das bei der Sache ist, er hat mir einfach an dem nächsten Tag das Pack nochmal in verbesserter Version überarbeitet geschickt. Und hat gesagt, ja, er saß jetzt mal 2 Stunden dran und hat da jetzt ein paar Sachen perfektioniert. Sagen wir jetzt das Inventar hier, gucken wir mal an, das ist ein bisschen anders geworden. Dann haben die Endstone eine leicht hellere Textur und er hat halt allgemein das Pack so ein bisschen überarbeitet und ein paar Texturen verfeinert. Deswegen wirklich großen Dank an dich, Prinks. Das ist auch in der Videobeschreibung verlinkt, könnt ihr auch mal abchecken. Du gehst jetzt mal kurz runter bei Quadrix. Und ich bin auch nicht komplett eingespielt. Und weg mit den. So, einmal kurz Zeit hindroppen. Ja, und worum es noch gehen sollte, dass Leute zu mir gesagt haben, hey, du spielst mit 3er Range. Und da kann ich jetzt einmal kurz den Tweet hier einblenden. Aber ihr seht schon, dass die Partikel auch überarbeitet worden sind. Und ich habe mir das Pack jetzt noch nicht komplett angeguckt. Aber auf jeden Fall ist es eigentlich relativ nice, was er da gemacht hat. Er hat die Partikel ein bisschen verbessert, verfeinert. Er hat mehrere Items einfach verfeinert. Das Inventar hat er hier nochmal neu gemacht. Die Herzen hat er noch überarbeitet. Und sieht auf jeden Fall ziemlich nice aus. Ja, und worum es noch gehen sollte, dass Leute zu mir einfach Hacker sagen. Also ich bin jetzt seit insgesamt, und Zick hatte by the way auch überarbeitet, bin jetzt seit, ich glaube, 2 bis 3 Jahren ungefähr, oder 3 Jahren plus, in der CWBW-Szene. Und die CWBW-Szene hat sich ja stark verschlechtert, sage ich mal. Also jetzt mit Thema Hackern oder so gibt es viel mehr Hacker oder ähnliches. Aber diese Leute haben mich in diesem Video Hack-Use-Hated, haben gesagt, hey, du hackst etc. Und sowas finde ich halt einfach traurig, weil ich habe noch nie in der CW-Szene irgendwie gehackt oder so und war in der CW-Szene immer Legend. Und dann kommen sie an mit, du hast 3er-Range und sowas. Und dann denke ich mir, du hast überhaupt keine Ahnung von dem Thema, weil falls ihr das nicht wisst, die normale Minecraft-Range beträgt 3. Jetzt werdet ihr aber sagen, es gibt doch diesen Range-Test, wenn man 3 Blöcke dazwischen setzt. Ja, das gibt es zwar, aber bei dem Range-Test ist halt die Sache, wenn ihr das macht und hier so 3 Blöcke zwischensetzt, also hier jetzt 1, 2, 3 und hier so steht, dann könnt ihr euch gegenseitig nicht hitten, weil hier ist noch so eine kleine, hier ist noch so ein bisschen, ihr steht nicht ganz am Block dran. Hier sind noch ungefähr so 0,1 Blöcke wohl vom Block entfernt sein und deswegen, wenn ihr hier hittet, dann werden es ein 3,1er Range oder so, wenn man hier den Hit bekommt. Deswegen ist das halt ein Range-Test und wer so einen Hit bekommt, ist halt unhitted. Aber die normale Minecraft-Range beträgt halt 3 Blöcke, aber so ein Hit hier ist nicht möglich. Also wenn hier 3 Blöcke zwischen sind und ihr hittet da, wenn derjenige einen Hit bekommt, dann hat er ihn. Aber ich finde es wirklich extrem lustig, dass solche Leute zu mir Hacker sagen, weil ich bin seit Anfang an der CW-Szene, seit 3 Jahren habe ich nie irgendwie reingehackt oder so. War immer Legend und dass da wirklich Leute zu mir Hacker sagen, feiere ich eigentlich relativ, weil, ja, keine Ahnung. Man ist Legend, aber wird trotzdem als Hacker beleidigt. Aber das ist halt die Szene. Es gibt halt so viele Hacker, da kann man das öfters auch nicht unterscheiden. Aber ihr könnt mir wirklich vertrauen, dass ich jetzt die ganze Zeit, seitdem ich die Videos mache, seitdem ich in der Szene bin, dass ich allgemein, dass ich nicht hacke, sondern dass ich wirklich 100%ig Legend bin und auch nicht vorhabe, irgendwie zu hacken. So, wir gehen jetzt trotzdem nochmal auf ihn hier. Euer leckt ein bisschen, kann sein. Ja, er hat einen 200er Ring. Und jetzt auch gleich ist er im Bett. Kommst du noch einmal ran. Und schöner Airhead. Oh, der Typ ist ja mega am Laggen. Ich lagge, ja, das hat man leider gemerkt gerade. So, dann gehen wir jetzt trotzdem nochmal rüber zu ihm. Da wollte man gerade eine Mura gleich anfangen, dann tam der einfach aus oder lief einfach die Runde. Ja, das war auf jeden Fall, ihr seht jetzt schon, das Pack wurde einfach überarbeitet. Das Pack sieht jetzt mega nice aus. Wir gehen auch direkt nochmal in die nächste Runde. Und ja, was ich in dem Video gesagt habe, dass der erste deutsche Bad Wars YouTuber in den Trends ist, da habe ich halt erstens gesagt, das ist jetzt schon so, der erste Bad Wars YouTuber in den Trends ist, aber auch schon auch irgendwie nicht. Auf jeden Fall ist es wirklich der erste deutsche Bad Wars YouTuber. Und mit Bad Wars YouTuber definiere ich halt wirklich Bad Wars YouTuber und nicht irgendwie ein Paluten, der eine Bad Wars Runde bringt, sondern wirklich Bad Wars YouTuber. Und da ist Sario halt der erste, der in diesen Top 50 Trends ist, also bei Quadrix. Und wir killen ihn jetzt einmal hier nochmal abgesondert YouTube von seinem Bett ab. Und ja, das ist jetzt der erste, oh Gott, der doppelte Sound. Und das ist jetzt tatsächlich der erste, und den Bad Wars Sound werde ich übrigens noch ändern, der erste YouTuber, oder der erste Bad Wars YouTuber, der jetzt in den deutschen Trends ist. Zwar mit dem Livestream, das heißt, es ist immer noch kein Bad Wars YouTuber mit einem Video in den Top 50 Trends gewesen. Jedoch, was die meisten Leute nicht wissen, es gibt nicht nur diese Top 50 Trends, sondern... Bauen wir hier auf ein Bett direkt ab. Sondern es gibt wirklich so ungefähr Top 150.
Das Ding ist, es gibt ja diese Trends-Kategorie bei YouTube. Wenn ihr darauf geht, dann seht ihr da die Top 50 deutschen YouTube-Trends. Und da war halt Dario drin. Also bei Quatrix waren diesen Top 50 deutschen YouTube-Trends drin. Und ja, er ist da mit einem Livestream das erste Mal drin gewesen und war damit halt auch der erste deutsche Bad Bros YouTuber, also only Bad Bros YouTuber, der in diesen Trends drin war. Jedoch sind schon von mehreren Leuten aus der Bad Bros Szene die Videos, sag ich mal, getrennt. Und selbst von mir ist auch mal ein Video getrennt. Von Kleinmods auch. Und zwar gibt es nicht nur diese Top 50 Trends, sondern Top 200 Trends. Das ist halt nur diese eine Kategorie, wo die Top 50 Trends angezeigt werden. Aber es gibt auch sozusagen Trendplatz 73. Das wird aber nicht angezeigt, was aber die meisten Leute nicht wissen. Bei den Trends, die Videos, die in den Trends sind, werden auch öfters recommended. Und es gibt halt nicht nur diese Top 50 Trends, sondern wirklich Top 150 Trends. Und dieses Video hier, was ich hatte, dort habe ich auch gemerkt, dass nach einer Zeit wirklich extrem, das hatte erst 2000 Likes irgendwie und 200 Dislikes. Und am Ende hatte das wirklich 500 Dislikes und da kamen tausende Kommentare mit, oh, warum wird mir Minecraft-Content vorgeschlagen? Warum Minecraft-Content? Und daran sieht man, dass diesen Leuten, die halt eigentlich nicht mal Minecraft interessiert sind, trotzdem dieses Video vorgeschlagen worden, weil dieses Video halt sozusagen getrendet ist. Und ich würde mal sagen, so Platz 80, 90 der Trends oder so war. Und ja, es gibt halt nicht nur diese Top 50 Trends, aber darüber halt der erste deutsche YouTuber, der jetzt in diesem, Bad Wars, YouTuber, der jetzt wirklich in diesen Trends ist. Aber ich schätze auch, dieses Video von Kleinmods waren mit meinen Trends, weil da kamen auch viele Kommentare mit, was wird mir denn jetzt Bad Wars Content vorgeschlagen. Und ich schätze mal, dass dieses Video auch sozusagen getrendet ist, also auf Platz 50 der Trends ist, weil es halt nicht nur, oh Gott, der war hier, ich dachte, der wäre eine Base weiter. Und Lumpy spielt gerade Bad Wars, okay. Ja, und wie gesagt, es ist einfach nicht nur dieses eine Video, weil es halt die 150 Trends gibt. Und ich würde sagen, dass das Video hier jetzt vielleicht auf Platz 80 der Trends war oder so, weil am Ende wirklich, man hat gemerkt, wie oft es recommended wurde, wie oft da Kommentare kommen mit, was soll dieser Minecraft-Content oder sowas. Und ich schätze auch bei Lumpy und bei bei Kleinmods gab es auch zwei solcher Videos, die da auch ungefähr auf Platz 60 der Trends oder so waren, keine Ahnung, die auf jeden Fall auch getrendet sind. Aber es gibt halt nicht nur diese Top 50 Trend-Kategorie und das wissen die meisten gar nicht. Aber Dario war halt wirklich... Channel switched. Aber Dario war halt wirklich der erste... Disconnecten. Aber Dario war halt wirklich der erste deutsche Bad Wars YouTuber, also only Bad Wars Content, der in diesen Top 50 Trends war. Mit einem Livestream mit Lumpy und Mrs. DNA. Damit war halt der erste deutsche Bad Wars YouTuber, der getrendet ist. Aber es gab halt wirklich schon vorherige Videos, wie gesagt, jetzt von Kleinmods etc., die halt getrendet sind, denn nicht diese Top 50 Trends, da war er halt wie gesagt der erste, aber die schon so Platz 73 der Trends waren, weil sie oft recommended worden sind. Und kannst du mal aufhören mit diesem Block setzen und dann bauen wir jetzt auch sein Setup und sollte er auch down sein und die Runde ist damit auch zu Ende. Ja, und ich erkläre das gerade auch, glaube ich, ziemlich verwirrend. Also es gibt nicht nur Top 50 Trends, sondern Top 150 Trends und die Videos, die in den Trends sind, werden halt alles recommended. So. Aber wenn ihr jetzt mehr über das Thema wissen wollt, weil eigentlich sollte das gar nicht das richtige Videothema sein, dann würde ich euch auf jeden Fall das Video von MyQuatrix empfehlen. Da redet er nämlich drüber, dass er halt als erster deutscher Bad Wars Minecraft-YouTuber in den YouTube-Trends war, auf Platz 37, ich glaube teilweise sogar Platz 32 in den Trends. Und ja, wir kennen ihn jetzt ja auch einmal noch kurz. So. Und dieses Video hier nehme ich tatsächlich mal relativ eingespielt auf. Das letzte Video, was ich nämlich gestern Abend, wo ich 2 Stunden dran saß, habe ich nämlich uneingespielt aufgenommen. Und jetzt habe ich tatsächlich mal relativ eingespielt das Video. Und der da vorne, ich habe keine Blöcke mehr. Ah, shit. Da haben wir leider einen zu krassen Slowdown bekommen, weil wir ihn gehittet haben und haben es nicht mehr auf die Plattform raufgeschafft. Und ja, das zweite Thema war wirklich dieser CW-Szene, weil ich befinde mich ja inzwischen seit 3 Jahren plus in der CW-Szene und habe wirklich noch nie irgendwie reingehackt, habe noch nie irgendwie einen Invis-Clienten, Rack-Edit, DNS, Range, Knockback, keine Ahnung, was es da alles gibt, benutzt, sondern ich war wirklich von Anfang an seit dieser Szene, oder seit dieser Szene existiert, aber bin allgemein auch wirklich immer Legend gewesen. Das könnt ihr mir auch zu 100% glauben und ich habe auch nicht vor, irgendwie reinzuhacken. Das Einzige, was ich jetzt mal gemacht habe, war halt, dass ich in diesem Video hier, da hatte ich ja extra für das Video auf so einem kleineren Server mit so einem Obvious-Hack-Client gespielt, aber das habe ich da extra für ein Video gemacht und, der hat da ganz schön sick Hits gegeben. Egal, dann gehen wir jetzt mal zu ihm, bauen noch kurz sein Setup. Und ich finde diese Partikel echt richtig nice. Also danke an dich, Brinks. Ich habe nämlich das Tag, wie gesagt, geschickt. Und er hat es einfach überarbeitet. Und diese Partikel hat er einfach so nice gemacht. Und es macht einfach gerade richtig Spaß, mit diesem Pack hier zu zocken. Er ist halt, wie gesagt, 20k-Pack. Und ja. Aber was dann solche Leute mir zum Beispiel auf Twitter anschreiben mit Retweet Goal, wann das Pack released wird oder so. Mit sowas wie Retweet Goals, dass das Pack released wird, mache ich halt nicht allzu gerne, weil man kennt diese Leute dann nicht. Seien es jetzt zum Beispiel Prinks oder so, da vertraut man diesen Leuten halt schon ein bisschen mehr, weil sie halt, sag ich mal, auch so eine kleine
Hobbits-Funktion haben, so sag ich mal als YouTuber, und wenn sie halt einfach die Packs leaken, wäre das halt einfach eine ziemlich 31er-Aktion. Aber ich will halt ungern Leuten diese Packs schicken, die jetzt keine YouTuber sind, weil ich kann mir da kein klares Bild über diese Leute machen. Weil ich halt nicht ihre Videos angucken kann oder so, außer wenn ich sie halt kenne natürlich. Aber ich will das halt ungern wirklich Leuten schicken, die da sagen, hey, wie viele Retweets für dein Pack, weil das finde ich halt so ein bisschen... Ich kann mir kein eigenes Bild über diese Leute machen, und bei YouTube kann ich mir mit den Videos wirklich ein eigenes Bild über die Leute machen und kann dann halt entscheiden, ob ich denen, sag ich mal, das Pack zum Testen schicke oder nicht. Und ja, deswegen habe ich nicht so wirklich vor, dass ich jetzt irgendwie für Retweet-Goals oder irgendwie sowas das Pack hier weiterschicke. Deswegen wird es aktuell, werden es vielleicht ein paar Leute bekommen zum Vorstellen, dann können sie das Pack mal so ein bisschen vorstellen, das so ein bisschen zeigen. Und ja, aber sonst habe ich, okay, damit ist er down, GG. Gehen wir auch gleich wieder in die nächste Runde. So, wir gehen nochmal am Platz an, starten die Runde direkt, und das war eben noch Platz an, jetzt ist es Heads geworden, oder YouTuber Heads, oder wie diese Map heißt. Okay, aktueller Nickname ist Vexar. Und da schreibt auch schon jemand Heilwärmes, und hier steht, mein aktueller Nickname ist XWebs, aber jetzt ist der Vexar, und jetzt hat er meinen Nick herausgefunden. Ich finde dieses Nick-System auf Nerux nicht so gut, glaube ich, weil da gibt es relativ viele Bugs, wie man irgendwie die Nicks oder so herausfindet. Green. Screen bin ich wirklich auch einer, der es lieber nach der Runde macht. Also in der Runde hat es überhaupt keinen Sinn, irgendwie finde ich einen Screen zu machen. Und es passt einfach nicht. Deswegen würde es mich freuen, wenn ihr irgendwie mich seht oder so, wenn ihr Screen oder so wollt, dass ihr es wirklich erst nach der Runde macht. Und ich schub sie jetzt kurz runter. Nein! Ah, völlig genau in die Kante. Das ist natürlich unglücklich. Egal, dann gehen wir jetzt nochmal direkt zu ihm, holen einen Stick und holen uns das Ganze cool. Ich bin halt immer noch nicht der Schnellste mit diesem Nerux Base Kaufsystem, weil ich damit halt auch nicht so wirklich eingespielt bin mit diesem Kaufsystem. Und ja. Ich hoffe jetzt, dass man das hier irgendwie schafft. Aber ich glaube, er baut das gerade zu, deswegen hat das relativ wenig Sinn. Und wir bauen jetzt das Bett ab und killen ihn nochmal. Und ich habe gerade echt schlechtes Aiming gehabt, aber egal, wir gehen jetzt direkt weiter zum nächsten. Und was wir jetzt nochmal versuchen werden, weil wir das im letzten Video gestern Abend auch gemacht haben, werden wir gleich nochmal irgendeine sicke Büste oder Moonwalk-Line versuchen. So, wir gehen jetzt auch weiter direkt zu hier, spielt ein bisschen mit Leitern, ist aber eigentlich um sein Bett. Und wundert euch nicht, falls ich irgendwie ein bisschen Scheiße noch laber, ich habe noch ein bisschen Kopfschmerzen und dich kicken wir jetzt runter. Ciao. Da war ein schönes Jump-Reset dabei und ja, damit ist er auch da. Ach ja, was viele von euch vielleicht nicht wissen oder was viele von euch doch wissen wegen den Videos ist, dass ich ja allgemein mein Knockback nicht mit Klicks reduce. Das heißt, im Kampf jitter ich halt lediglich und mache keinen Butterfly oder Mouse-Abuse. Das mache ich lediglich auf der rechten Maustaste, weil ich halt keinen Bock habe, irgendwie auf ein CPS-Geschwitzer zu werden. Deswegen ja, mache ich nur mit der linken Maustaste, also mache ich da wirklich nur Jittern, um mein Knockback zu reducen. Ja, und ich reduce mein Knockback halt meistens mit Jump-Reset-Taktiken, also dass man einen getimten Jump macht oder halt WASD-Leertaste, also mit all den Sachen. Kennt ihr den Moment, wenn ihr einen gesprochenen Kommentar macht, aber euer Mikrofon ausgehabt habt? Ja, und zwar hatte ich am Ende noch ziemliche FPS-Stops, die Aufnahmen will ich euch ersparen. Mit den Kopfschmerzen geht das jetzt inzwischen wieder, also es ist jetzt abends, wo ich das schneide. Und inzwischen geht das eigentlich relativ wieder mit den Kopfschmerzen. Und ja, was ich noch sagen wollte, dass ich jetzt von den gestrigen Video, die 1,5 Stunden halt nicht komplett umsonst sind, weil dort war einfach eine richtig schöne Incline-God-Bridge-Line. Und die will ich euch jetzt nochmal zeigen und ja, viel Spaß.